Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit. Heute geht es um das Thema Trauma, besonders Geburtstrauma und was man konkret machen kann. Ich begrüße dafür ganz herzlich den Therapeuten Jörg Fuhrmann. Hallo, lieber Jörg. Ja, hallo liebe Franke, hallo liebe Zuschauerinnen und vielleicht auch Zuschauer Hoffentlich, bei dem genau. spannenden Thema. Ja. Ja, ich freue mich total, dass ich dich jetzt als Gast haben darf. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du, was du bist und wie du dazu gekommen bist, was du jetzt heute machst. Ja, beides komplexe Fragen. Also, ja, was bin ich? Das ist ja so die Frage, die, wenn man sie ernst genug stellt, an die Essenz des Seins führt und weit über das hinaus, was man jetzt mit irgendwelchen beruflichen Qualifikationen belabeln könnte, führt, nämlich an die, an das wahre Wesen unseres Seins führt, würde ich sagen, wenn man tief genug da hinein meditiert oder spürt. Und ja, eine frühe Erfahrung, die mich ziemlich rauskatapultiert hat aus dem alltäglichen Bewusstsein aufgrund eines Sturzes in ein tiefes Kellerloch in frühester Kindheit, hat bei mir den Kanal ziemlich aufgemacht und gemacht, dass ich dann mir angefangen habe, andere Fragen zu stellen als andere Menschen in diesem Alter. Und ich bin sehr früh konfrontiert worden mit dem Tod auch in der Familie immer wieder. Und dadurch, ja, bin ich, glaube ich, auf eine Suche gegangen und habe Antworten dann gefunden im Bereich der Spiritualität. Habe dann viele spirituelle Lehrer gehabt, die mich begleitet haben und eben auch im Bereich der Therapie. Und das ist der Grund, warum ich mich da auf so eine lange Suche begeben habe durch alle möglichen therapeutischen Verfahren. Und bin da rund um den Globus gereist, habe mich auch mit Schamanen auseinandergesetzt, habe da auch viel gelernt in dem Bereich. Und ja, klassisch humanistische Psychologie habe ich gemacht, vor allen Dingen Gestalttherapie, systemische Therapie und Hypnotherapie. Und bin dann eben aber auch in diese transpersonale Psychologie sehr tief eingetaucht, über die wir ja noch sprechen wollen auch. Ja, und dann eben halt viel in diesem ganzen Bereich, in diesem ganzen somatischen, polyvagalen Traumabereich habe ich mich sehr viel mit beschäftigt auch. Genau. So, und habe dann viele Jahre als Trainer auch gearbeitet für Hypnosetherapie und Hypnose, auch an Hochschulen unterrichtet, Universitäten. Und habe mein Institut ursprünglich in Soest gehabt, in Nordrhein-Westfalen, und bin seit knapp 10 Jahren jetzt in der Schweiz am schönen Bodensee hier, direkt kurz hinter der deutschen Grenze in Stein am Rhein, und habe hier halt das Freirauminstitut, und da coache ich Menschen und begleite Menschen eben 1:1 und eben oder halt 1:2, wenn sie als Paar oder so kommen, und mache auch Trainings für Teams oder Firmen, so Inhouse-Sachen, und halt eben Vorträge auf Kongressen nach wie vor und gebe halt da, also leite auch Ausbildung jetzt nach wie vor im Bereich Hypnose und im Bereich der transpersonalen Psychologie und dem Hypnagogenatmen nennt sich das. Das ist eine speziell von mir entwickelte Atemarbeit. So, ja. Genau, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Vielleicht zuerst, was ist denn die transpersonale Psychologie im Verhältnis zu den anderen Richtungen der Psychologie und was ist, macht sie für dich so besonders oder besser als die anderen oder geeigneter? Ja. Ich würde das gar nicht so sehr in einen Widerspruch stellen. Ich fand von Wilbur immer so diese Ordnungshierarchie ganz gut, die der mal aufgestellt hatte für verschiedene Therapieverfahren, die alle irgendwo auf einer gewissen Ebene des Bewusstseins sinnvoll sind und ja auch funktional sind. Aber du kannst eben nicht unbedingt immer mit einem Werkzeug, sage ich mal, wenn du jetzt nur einen Hammer hast, ich glaube, sagte Maslow, war das mal ursprünglich, meine ich, oder Watzlawick, dann sieht dir das Problem aus wie ein Nagel, ne? Deswegen hat Wilber und andere haben dann davon gesprochen, dass man am besten in all den Verfahren ausgebildet wäre, dass man auf all diesen Stufen entsprechend andocken kann und nicht dann eben alles mit dem einen Hammer versuchen muss zu bearbeiten. Und wenn man sich jetzt mal so eine klassische VT vorstellt, also eine Verhaltenstherapie, was ja so die meistens anerkannte Kassenleistung ist in Deutschland, wo du dann hauptsächlich am Verhalten rum operierst, sage ich mal, und versuchst das Verhalten irgendwie zu bestärken, oder dann eben bei Kindern wird dann häufig auch mit negative Verstärkung gearbeitet, sprich Bestrafung. Also dann gibt es halt die Wolke ins Heft eingeklebt, die Blitzwolke oder so statt der Sonne. Na, das sind ja so diese klassischen Erziehungskonzepte, die da herrühren aus dem Behaviorismus. Und
Ja, wenn du da auf diesen Ebenen dann versuchst, ich sag's mal, eine hoch ambivalente Sinnfrage zu klären oder eine tiefe spirituelle Sinnkrise zu klären, das wird dir wahrscheinlich nur schwer gelingen mit diesen Tools da, ne? Ja. Wogleich ich diese Tools in der Pädagogik auch schwierig finde. So, und naja, gut, also auf jeden Fall ist es einfach ein Ansatz, der auf der humanistischen Psychologie, die ja die dritte Kraft genannt wurde, neben der Verhaltenstherapie und der tiefen Psychologie aufbaut und das nochmal erweitert als quasi die vierte Kraft, so wurde es dann auch genannt, die vierte Kraft der Psychologie, die nicht unbedingt vorhatte, die anderen jetzt zu ersetzen, sondern eben zu ergänzen und dann eben gerade um diese Thematik, sage ich mal, die Fragen, die existenziellen Fragen nach dem, wer bin ich, wozu bin ich hier und was ist die Essenz meines Wesens und des Seins und ja, was man bei dir im Hintergrund sieht, ne, zum Beispiel das Feinstoffliche, die Chakren oder eben das ganze Energetische des Organismus, wo auch die Aura natürlich zugehört und dann auch das erweiterte Bewusstsein zugehört. All diese Bereiche, die ja schon seit Jahrtausenden von anderen oder sämtlichen Kulturen in irgendeiner Art und Weise mit Methoden unterschiedlichster Art erforscht worden sind, all dies hat man angefangen zu wissenschaftlich zu untersuchen und zu integrieren eben in die westliche Psychologie seit eben Ende der 50er Jahre, wo man eben gesagt hat, ja, wieso sollen wir das alles ausgrenzen? Das wird doch schon seit Ewigkeiten gemacht und in grauer Vorzeit hat man eben diese Dinge nicht la pour la gemacht, also nur um der Kunst willen, sondern man hat sie gemacht, weil sie funktioniert haben. Und ja, deswegen müssen wir sie uns eigentlich anschauen, weil wenn es funktioniert und es rund um den Globus von verschiedenen Kulturen, die teilweise auch gar nicht also miteinander in Kontakt waren, auf ähnliche Weise in diese Zustände hinein ja, katapultiert wurden, die Leute oder gebracht wurden, um auch bestimmte Sinnkrisen zu bewältigen oder Sinnfragen sich zu beantworten oder überhaupt erstmal zu stellen, an bestimmten Lebenspunkten, die dann halt häufig als Übergänge markiert waren im Lebensfluss. Ja, dann macht es ja Sinn, das in der Moderne jetzt auch mal anzuschauen und zu gucken, ob wir davon nicht was gebrauchen können auch, ne? Und ob uns vielleicht nicht was unterwegs verloren gegangen ist. Und das war eigentlich so dieser Ansatz dahinter, dass man gesagt hat, okay, wir schauen mal, dass wir das alte Wissen wieder mit an Bord nehmen, dazu nehmen. Ne? Genau, und ja, da gibt es also nicht das Verfahren jetzt, sage ich mal, das eine, sondern da gibt es eben auch, das ist nicht so ganz klar definiert, also es gibt da ein ganzes Spektrum und man könnte natürlich auch sagen, C.G. Jung oder auch in gewisser Weise Viktor Frankls Logotherapie zum Beispiel und ja, das sind auch alles Ansätze oder die Psychosynthese von Assagioli. Ja, diese ganzen Ansätze und Konzepte gehören da letztendlich auch schon zu, obwohl die im Grunde vorher schon auch auf dem Markt gewesen sind, ja, oder vorher existiert haben. Die haben eigentlich auch so einen transpersonalen Ansatz schon gehabt, auch wenn es noch nicht so geheißen hat. Es führt praktisch Genau. alles dahin, dass das jetzt wie so ein erweiterter Ja. Ansatz ist. Ja, das klingt doch total gut. Ja, was man natürlich kritisch sehen kann, auch heute, ist, dass der Begriff auch, das war ja die zweite Wahl, die erste Wahl, die dann Grof damals hatte, als sie sich da Menlo Park und so getroffen haben, alle, Sutitsch und Meslow und so weiter, um das zu definieren, war der erste Begriff Transhumanismus. Ist interessant, ne? Ja, Weil der, interessant. also, der Gedanke dahinter war eben, dass die humanistische Ebene nochmal transzendiert wird in eben diesen erweiterten Raum hinein. Ja, also das nochmal darüber, also über die humanistische hinausgeht. Transiere heißt ja auch hinübergehen, hinüberschreiten. Ja, sehr interessant finde ich auch, dass gerade heute auch, gerade auch in den letzten 3 Jahren, da muss ich das immer wieder feststellen, dass gerade auch komischerweise bei den ganzen bewusstseinsgeschulten Therapeuten und Therapeutinnen, auch in der psychedelischen Szene, oftmals eine stark irgendwie bewusst oder unbewusst eine Lanze gebrochen wird für diese neuen transhumanistischen Bewegungen, wo es eben darum dann geht, den Menschen eben mit
einer Maschine zu verknüpfen oder mit dem Metavers in Verbindung zu bringen und genetisch zu modifizieren auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das Ja, ist ganz anderer Inhalt. Ja. ganz anders, fand ich auch interessant jetzt, also, oder Ja. erstmal schockierend vor allen Dingen. Also mittlerweile finde ich es eher interessant, weil ich das mehr ein bisschen distanzierter beobachten kann. Die ersten Jahre war ich ziemlich schockiert, muss ich sagen, als ich festgestellt habe, dass das so ist. Und das hat viel auch mit dem zu tun, was Jung dann den Schatten nannte. Und ja, Oh das ja. ist halt dieser Bereich der Psyche, der eben so verdrängt und abgespalten ist. Und damit wird halt im transpersonalen Raum auch viel gearbeitet, eigentlich. Ne? Ja, das ist ein Riesenfeld eigentlich, ne? Man muss genau Ja. gucken, was dahinter steht. Ja. Okay, jetzt wollen wir heute vor allem über Trauma sprechen. Kannst du vielleicht nochmal so einordnen, was ist ein Trauma? Was gibt es für verschiedene Traumata? Traumen, Traumata? Und was, ja. Und was? Und was ist der Umgang damit? Also was ist so, kann man, wenn man das schnell sehr kurz sagen kann? Ja, also gut, ganz grob könnte man jetzt unterteilen, sage ich mal, in zwei Komplexe, sage ich mal. Ne? Das eine sind die plötzlichen Ereignisse, die Schocken. uns als singuläres Ereignis überwältigt haben oder vielleicht mehrere mittlere oder zig kleinere. Die addiert dann aber auch einen großen Batzen ausmachen, sage ich mal, eine große Belastung ausmachen. Das ist eben so dieser ganze Bereich der Schocktraumata, ne? Hast du ja gerade schon. Ja. Und das andere ist eben dann etwas, was sich eher über einen längeren Zeitraum erstreckt hat, vor allen Dingen auch früh, also je früher, desto schlimmer dann halt, oder auch dann je länger, desto problematischer in der Regel. Das sind dann halt diese ganzen Bindungsstrukturen, die irgendwie auf eine Weise problematisch, maligne waren, die schwierig waren. Ja, also alles, wo es um enge Bindungsbeziehungen geht, Bindungsabbrüche, Beziehungsabbrüche, ja, wo man vielleicht auch Gewalterfahrung hat, Missbrauchserfahrung oder keine Fürsorge erfahren hat oder keine Liebe erfahren hat. Oder immer sehr viel Abwertung erfahren hat oder sehr viel Konflikte in der Familie waren, vielleicht auch zwischen Geschwistern oder eben zwischen den Eltern selber oder zwischen den Eltern und den Kindern und so weiter. Ne? Oder vielleicht andere Familienmitglieder, wo, was weiß ich, Oma, Opa, Onkels, Tanten, ne? Also die vielleicht auch weiter weg waren. Da gibt es ja häufig auch Sachen, die dann da schwierig sind. Ja, das gehört alles so in diesen, ich sag's mal, komplex rein. Ja, und eben wie gesagt, also je früher, desto gravierender ist das in der Regel, weil je früher, desto weniger Kompetenzen hat man oder desto weniger Kapazität hat man, damit umzugehen. Und desto mehr Regulation braucht man von außen. Die Gemeinsamkeit hinter diesen beiden großen jetzt Bereichen oder Feldern ist vor allen Dingen, dass es beides Ereignisse sind oder ja, Phänomene sind, sage ich mal, ne? Phänomenkategorien sind, die zu einer Überwältigung führen im Nervensystem und in der Verarbeitungskapazität eines Menschen, in der Handlungskapazität und in der Bewältigungskapazität. Und wenn das so ist, dann ist es nicht unbedingt gleich traumatisch, aber wenn man dann damit völlig alleine ist und keinen wohlwollenden anderen oder anders gesagt kein wohlwollendes anderes Nervensystem hat, an dem man sich selber noch orientieren oder regulieren kann, dann wird es schwierig. Ja. So. Also wenn so eine Situation eintritt und das kennt man ja selber auch und man hat irgendwie noch jemanden, an dem man sich in der Situation dann irgendwie klammern kann, der einen irgendwie in Arm Orientierend. nimmt, verständnisvoll ist, über den Kopf streichelt, hält, einfach nur da ist, präsent ist. Ja, so, dann, das sieht man ja auch bei Müttern mit kleinen Kindern, ne, wenn die irgendwie was haben und gestürzt sind und die Mutter, die gut drauf ist, die macht das intuitiv dann so, dass sie das Kind irgendwie reguliert und hält und contained, dann hat das Kind immer noch die Platzwunde am Knie und es tut immer noch weh, aber es kommt eben aus diesem Stress raus, es ist nicht mehr am Brüllen, es, ne, so. Ja, und so ähnlich kann man das vielleicht auch beschreiben. Das sieht man auch bei Säugetieren sehr gut. Die sind ja so ähnlich strukturiert wie wir vom Nervensystem her.
Und die regulieren sich auch permanent immer wieder miteinander in der Gemeinsamkeit. Und natürlich, wenn das bei Tieren ist, die dann in der modernen Vieh- und Weidehaltung jetzt irgendwie voneinander völlig isoliert sind, dann fangen die auch an und bauen die gleichen Phänomene auf, wie wir bei posttraumatischen Belastungsstörungen bei Menschen zum Beispiel auch sehen. Einfach aufgrund der Isolierung und des Getrenntseins. Und das sind eigentlich alles Sachen, die man auch damals in den 50er Jahren schon, wenn man sie nicht sowieso schon hätte wissen müssen oder können, sage ich mal, man musste sowas ja immer noch erforschen mit Tieren auf grausame Weise. Ne? Also damals hat man diese Versuche dann ja Harlow und so mit den Äffchen gemacht und hat das dann ja auch damit eigentlich festgestellt nochmal und bestätigt, wissenschaftlich dann bestätigt, dass es so ist. So, ne? Ja, Und ja, genau. dabei ist es eigentlich so logisch, ne? Wir sind Ja, eigentlich. Gemeinschaftswesen und wir Also. brauchen uns gegenseitig, ne? Und das ist vielleicht auch eine Erleichterung vielleicht für junge Eltern, dass es wirklich gar nicht viel braucht für ein kleines Kind, um sich zu regulieren, einfach da zu sein und eine Sicherheit zu geben, ne? Nicht, also ein Trauma entsteht durch, wenn die andere Person dann auch völlig konfus ist und ausrastet und nicht weiß, was sie tun soll. Und wenn man dann eine Sicherheit gibt, auch wenn man sie vielleicht gerade gar nicht so hat, sondern sich darum bemüht, dann ist man schon auf einem guten Weg, ne? Ja, also das ist für Kinder dann sogar noch doppelt traumatisch, also oder retraumatisierend, könnte man nochmal sagen, ne? Das Trauma dann nochmal wieder verstärken, wenn sie dann sehen, in der Mimik der Mütter oder der Väter und in der Stimme, in der Intonation, die Panik sehen, die Übererregung sehen, weil das koppelt ja dann bei denen zurück, oh ja, es muss wirklich schlimm sein. Also wenn die auch noch jetzt so dysreguliert werden, ja, dann muss es wirklich, dann bin ich richtig in Not. Und dann entsteht, also wenn es vorher nur eine sympathikotone Aktivierung war, dann entsteht teilweise sowas wie Shutdown und Todesstarre infolgedessen, weil man das dann auch noch sieht und das kriegt man gar nicht mehr verarbeitet dann. Ne? Dann ist ein Schuldgefühl, jetzt habe ich denen auch noch Stress gemacht und so weiter. Ne? Das kommt ja dann häufig auch noch oben drauf. Das wäre dann noch wieder die Bindungskategorie, ne? Die dann noch auf dem Schocktrauma womöglich oben drauf gepfropft wird in so einer Situation. Und dann Ne, wenn dann noch so ein Spruch abgestoppelt. kommt, was du immer hast und was du immer machst und du machst uns solche Probleme oder so, das gibt es ja auch dann häufig, ne? Wenn die Bindung nicht gut ist, ja, solche Sprüche. Und dann verknüpft sich das doppelt und dreifach. Ne? Ja. Ja, wie wichtig es wieder ist, sich bewusst zu sein in dem, was man tut, ja, und zu reflektieren und dass man Ja. manchmal nur Kleinigkeiten braucht, die Ja. gut oder schlecht wirken, ja, und dann daraufhin immer, immer weiter wirken. Und es ist, wie du gerade sagst, es ist eigentlich nur oder es ist eigentlich ganz einfach und es ist wie bei all den Paradoxien des Lebens und das ist dennoch unendlich kompliziert. Also es ist eigentlich ist es ganz einfach, aber es ist nicht einfach, weil wir nicht mehr einfach sind und weil das Leben nicht mehr einfach ist heutzutage. Und weil wir das nicht gelernt haben. Also da ist auch was, eine Frage, die mich schon so lange beschäftigt. Sind wir denn eigentlich heutzutage sensibler, also dünnhäutiger vielleicht, weil wir einfach so viele Einflüsse haben, so viel Trauma erlebt haben? Oder sind wir eher abgestumpfter, weil ja so viel passiert, was man alles verarbeiten muss und so viel Beeinflussung emotional und so viel Umweltgifte und was weiß ich? Wie siehst du das? Ja, ich würde, glaube ich, dazu tendieren, das ist jetzt auch wieder eine schwierige Antwort, also eine paradoxe Antwort, sowohl als auch. Wir sind sensibler und wir sind abgestumpfter. Ne? Also viele Menschen, die ich so erlebe, auch, die sich selber dann auch als hochsensibel zum Beispiel definieren, die sind auf eine gewisse Art zum Teil extrem hochsensibel und in gewissen anderen Bereichen überhaupt nicht. So, ne? Zum Beispiel. Ja, paradox manchmal, ja. Manchmal ist es paradox, ja. So, und wenn du jetzt also ein Trauma mit irgendwas hast, dann bist du auf jeden Fall hochsensibel. In alles, also in Bezug auf alles, was in diese Richtung geht. Also alles, was jetzt irgendwie nur danach riecht, dass es dort in die Schiene gehen könnte, darauf bist du auf jeden Fall hypo, ne? Alert. Ne? Und hyper, Entschuldigung, hyper alert. Ja. Und ja, und das ist,
Das ist dann also, wie soll ich sagen, man ist so ein bisschen beim Trauma, spricht man von Gas und Bremse gleichzeitig. Also man spricht, man steht mit, also man meint das, man steht mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse. Und da bist du eigentlich in der vollen Kontraktion und im Vollgasimpuls nach vorne. Das ist auch so paradox letztendlich. Und das ist genau das Dilemma, in dem man sich da befindet. Man kriegt unendlich viel mit und von bestimmten Sachen. Und weil man unendlich viel mitkriegt, hält man es nicht mehr aus und macht dann ziemlich schnell zu oder auf bestimmten Ebenen komplett zu. Man kann ja auch eine gewisse selektive Abgestumpftheit mit sich mitbringen. Dann ist man in die eine Richtung, ist man total hyper alert und in der anderen Schiene ist man eben völlig hypo und kontrahiert und, ne, und lässt nichts mehr an sich ran und kriegt nichts mehr mit und spürt nichts mehr. Ne? Ja, wenn man es sonst gar nicht aushalten würde, wahrscheinlich, ne? Genau, und was du gerade angesprochen hast, wir sind ja, also, wir leben ja in einer Welt, ich meine, früher hat man mal gesagt, früher meine ich jetzt mal so vor 15 Jahren oder so, da hat es geheißen, so ein kleines Wesen kommt hier durch die Mutter hier in die Welt mit im Schnitt bis zu 200 Chemikalien im Leib, heute spricht man schon von 700, ne? Ja. Und also, wenn man da nicht irgendwie drauf sensibel reagiert nachher, dann weiß ich auch nicht, worauf dann, ne? So, Ja, ja. Und das ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch funktionieren, wenn man das so hört. ja, aber auf Ja. der anderen Seite nimmt ja alles extremst zu, die ganzen Verhaltensauffälligkeiten nehmen zu, Autismus schießt zum Mond und so weiter, ne? Und Ja. ja, also da sagt man dann, ja, die Diagnostik ist besser geworden. Also ist klar, ja. Ja. Also wenn man sich da also die Unterschiede so anguckt zwischen früher mal und heute, ne, also auch wenn man überlegt, unsere Vorfahren jetzt so, die Großmütter und Großväter, die hatten alle wahrscheinlich irgendwie Demeter-Essen Standard zur Verfügung, als Standardqualität meine ich, ne? Ja. Heute ist alles irgendwie voll mit Pestiziden und sonst was, ne? Und die Böden sind ausgedörrt, da sind noch kaum noch die Mineralstoffe drin und die Spurenelemente und das alles. Ja. Pflanzen können das gar nicht mehr aufbauen, richtig. Also da ist man schon einfach einer ganz anderen Belastung ausgesetzt. Und dazu kommt natürlich auch, wo die meisten ja gar nicht drüber nachdenken und das oder das noch lächerlich machen, die ganze Belastung durch den ganzen Elektrosmog, ne, durch die ganze Hochfrequenz. Und die Schweiz ist ja da auch sehr weit vorführend. Also in der Schweiz stehen so viele Türme wie nirgendwo sonst in Europa, soweit ich das weiß. Ja, das ist also vollgepflastert hier. Also bei mir ist relativ relativ gut. Also wenn ich hier wenn ich hier das Messgerät anmache und da dran halte, da ist nichts. Ne? Aha. Wenn man jetzt Leute hat, die dann eine Smartwatch mitbringen, die nicht smart ist, sondern ziemlich dumm, dann tackert das Ding immer bis oben hoch im dunkelroten Bereich. Ne? Ja, das Und darf einem auch noch, das darf auch jungen Eltern noch möglichst bewusst sein, dass, ja, das ist auch ein Riesenthema wieder, ne? Es könnte ja, vor allen Dingen auch für ein, das kleine ungeborene Wesen im Bauch. Ne? ja, Also das meine das kriegt ja ungefiltert das alles ab, wenn die Mutter keinen jetzt nicht mal irgendwie eine Abschirmunterwäsche oder irgendwas mal trägt und dann auch noch ständig mit dem Smartphone vor dem Bauch darum macht, ne? ich. Dann ist das ja wie, als wenn du da immer die Antenne direkt da an der, ne, dran hältst, ne? Also die Mikrowelle hätte ich beinahe gesagt, ne? Ja. Und Das das ist ist eine. auch ja wichtig, darüber mal, da mal wach zu sein, dass man so oft wie möglich das Handy wirklich weglegt. Man kann es nicht mehr aus seinem Leben verbannen, natürlich, aber möglichst oft weglegen, Kann man möglichst oft schon. ausschalten. Ja, man könnte es schon, aber es ist nicht, passt nicht mehr wirklich in die Zeit. Die Ja, jungen ja. Menschen sind alle damit aufgewachsen. Also das Ja, ist die jetzt lieben das Handy mehr als sich selbst, ne? ja, Und das als Ding ist, da dazu immer kommt mal noch, wo wach zu sein, wenigstens, und sich mal bewusst zu machen, kann ich es jetzt mal ausschalten? Entschuldigung, was wolltest du sagen? ja. Dazu kommt noch, dass das natürlich der Beziehungskiller Nummer eins ja auch ist, Ja. wenn wir Familie sprechen. Und für die Kinder dann auch hinterher die Anlaufstelle Nummer eins für Bindungstrauma ist, weil wenn das Kind das Gefühl hat, dass Mama ständig abwesend ist, weil es immer da bei WhatsApp am Gucken ist und das Kind aber den Ja. Kontakt sucht, den Augenkontakt und Mutti ist immer Ja. hier, das Kind da, ja, Ja. dann lernt das Kind schon von Anfang an, ich bin nicht so wichtig Nicht wie das wichtig. Ding da, ne? Wie der magische Absolut. Zauberstab. Ja.
Absolut wichtig, ja, total, weil das wirklich so viele sich gar nicht bewusst machen und es eine Kleinigkeit ist, wenn man sich das angewöhnt, ja. Das Kind braucht den Augenkontakt und es sucht immer im Gesicht der Mutter, wie, also auch Ja. jetzt in Beziehung, wenn irgendwas passiert, es sucht immer im Gesicht der Mutter und auch in der Körperhaltung der Mutter, wie reagiert die Mama, also was ist angemessen und daran richtet es seine Welt aus, ja. Das ist jetzt total gut, dass du das gerade sagst, weil. Ach, das liegt mir auch so am Herzen, weil so oft sieht man auf der Straße oder so, dass die Mütter eben wirklich laufen und nur in ihr Handy gucken, statt mit dem Kind zu sprechen. Und oh Gott, ja, Also tatsächlich. die lieben das mehr als wirklich ihr Leben, auch ihr eigenes und das ihrer Ja. Kinder sowieso, ne? Die kaufen dann ja auch noch ein Baby-Smartphone, was dann da am Bett aufgestellt wird, am Kopfende. Wenn du damit, also ich kenne so verschiedene Messtechniker und Baubiologen, die machen dann so Hausmessungen. Wenn die das machen, das ist eine Katastrophe oftmals. Ja, die sagt, man müsste viele Hersteller komplett verklagen, ja, eigentlich. Weil Babyphone das, meinst du oder noch dran? ja. Aha. Oder Ja, dann ja. eben halt, wie gesagt, auch diese ganzen, alles, was dann kommt, irgendwelche Spielzeugroboter und ich weiß nicht was, mittlerweile ist ja alles angeblich smart. Smart Ja. heißt ja nicht schlau in dem Zusammenhang, sondern ausgeschrieben die komplette Totalüberwachung von der Person, die das benutzt. Ne? Letztendlich Ja. ist das ja Surveillance und so weiter. Heißt Surveillance Monitoring Advice oder weiß ich nicht, die Ausschreibung weiß ich jetzt gar nicht, aber anyway. Auf jeden Fall geht es ja um was ganz anderes dabei, so sage ich mal. Ne? Und da Ja. muss man sich auch fragen, ob man das so mitmachen will auch. Ne? Und natürlich brauchst du das vielleicht, um eine Überweisung zu machen. Wirst ja mittlerweile von genötigt, von deiner Bank oder so, dass du eine Überweisung machen kannst. Brauchst du ein Handy Ja, bei für vielen alles. Banken. Ja. Ne? Und parken kannst du auch nicht mehr. Okay, kann man ja alles, kann man sagen, gut. Oder wenn ich mal unterwegs bin, jemandem kurz eine Nachricht schreiben will. Aber die Frage ist, ob das Leben, das wirkliche Leben, nicht woanders stattfindet. Nämlich gerade Ja. in dem Lebewesen, in den lebendigen Augen meines Mannes, meiner Frau und meinem Kind und meinem Hund und meinem Wellensittich oder was der Geier, was? Ja. Ja. Da Ja. ist ja eigentlich das Leben und nicht da in so einem komischen Metavers, ja, Ja. nach Facebook und so. Ich meine, ich benutze das auch. Wenn man freiberuflich ist, ist klar, dann kommt man um sowas auch nicht drum rum als Marketingplattform und als irgendwie, man ist auch vielleicht im Kontakt mit Leuten, die man sonst nicht mehr sehen würde, ist auch ganz nett. Aber Ja. die Frage ist wirklich, wann ist es dran und wann ist es nicht dran? Genau. Und Und ja, da ist auch und wieder das. diese Zeit, wenn man wirklich, wenn man schwanger ist, das ist so oft mein Thema, dass man wirklich die Weichen stellt und sich nochmal bewusst macht, was war bisher, okay, so war es bisher, aber jetzt kann ich es anders machen Genau. und will ich in diese Richtung und sich das wirklich öfter so oft wie möglich bewusst macht, ist es jetzt wirklich nötig oder nicht unbedingt? Das ist Genau. einfach nochmal so ein Punkt. Ja, genau. Und wenn Ach, man dann noch ja. überlegt, ne, was es da so alles für Studienergebnisse noch gibt mit DNA-Strangbrüchen und solchen Geschichten, also dann, da gibt es ja auch zwei Bücher, eins von Mercola, das heißt EMF, und eins von Joachim Mutter, das ist ein Umweltmediziner auch, Oh das heißt ja. 5G, das ist bei Graef und Unser, wenn man da jetzt meint, das macht alles nichts, dann kann man sich das ja auch mal durchlesen und mal da ein bisschen rumgucken, ob es da nicht möglicherweise vielleicht doch sinnvoll wäre, das auch für die eigene Gesundheit, das vielleicht nicht morgens unterm Kopfkissen am Vibrieren zu haben und dann davon geweckt zu werden, anstatt vielleicht von einem einfachen Batteriewecker, das wäre doch vielleicht besser, Ja. ne, sowas ja, zu Ja. nutzen. Aber gerade das mit dem Kind, mit den Kindern und dem Augenkontakt, das finde ich wirklich so eine wichtige, Ja, ist einfach, es, total. ja, unglaublich grundlegend einfach. Und was auch dann natürlich auch wieder eine Kategorie ich hatte da auch ein paar Videos in meinem Kanal mal drüber gemacht damals, was auch eine Kategorie dann von Bindungstrauma ist, natürlich ist immer diese Mixed Message, ne? Ich bin für dich da, aber eigentlich nicht, weil ich bin eigentlich bei meinem Handy. Und Ja. das sendet ja so eine permanente Double-Bind-Botschaft. Ja. Und das Kind lernt eigentlich auch dann so dieses, ja, ich kann meiner Wahrnehmung nicht trauen. Oh ja, wahnsinnig Und wer wichtig. das nicht Ja. versteht, wer da nicht versteht, was ich meine, der soll mal bei YouTube eingeben, Stillface-Experiment. Ja, da wurde damals eine Forschung gemacht, da hat man Müttern gesagt, sie machen jetzt, sie spielen Keine mit ihrem Kind Mimik. Ja, oh und ja. gehen dann mit ihrer Mimik auf Point Blank, ne, wo dann einfach von Hihihi auf Ja. gewechselt wird. Ne? Ja. Und Oh wenn man ja, dann das habe sieht, ich auch was gehört. bei den Kindern abgeht, ne, die versuchen dann erst mit irgendwie, sind erstmal irritiert und dann versuchen sie irgendwie mit irgendwie freundlichen Impulsen. Wenn das nicht klappt, fangen sie an zu kreischen und zu weinen. Ja. Und wenn das auch nicht klappt, dann gehen sie in Shutdown.
Ja, Ja. und da sieht man das sehr, sehr gut, was da eigentlich bei einem Kind passiert dann in solchen Ja. Kontaktabbrüchen, ne? Ja, und die Kinder sind einfach noch so formbar, also so verletzbar und da Ja. entstehen Sachen, die man nie wieder wirklich gut machen kann im Prinzip, ja, die da, Also, oh, ich habe ja. das auch bei einigen Leuten gesehen, die damals, als Osho ganz groß war, da nach Pune gegangen sind, ne, und dort dann ihre Kinder abgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich muss jetzt meinem Guru folgen, und sich dann gewundert haben, dass sie hinterher überhaupt keine Bindungsbeziehung mehr zu ihren Kindern hatten, als sie wieder zurückkamen nach 3 Jahren oder so. Ja, und schwerst gestört sind deswegen auch heute noch zum Teil. Und also in Indien sagt man, ne, dass für alles auch seine Zeit ist. Und wenn du jetzt also so ein Projekt da machst mit Kindern, was so im Schnitt 18 Jahre dauert, dann, Projekt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, Ja. dann hast du in den 18 Jahren nicht für 3 Jahre deinem Guru im Ashram zu folgen, sondern dann ist dann dein Guru ist dein Kind, hätte ich beinahe Ja, gesagt. nein, das ist genau richtig, ja. Weil die Kinder sind ja absolute Lehrmeister, wenn wir uns darauf Ja, einlassen, ja. genau. Total. Und das meine ich also, und dann ist auch dein Guru nicht dein verdammtes Handy. Ja, so. Ja. Und da, man muss sich einfach, man kann im Leben nicht alles haben, ja. Ich meine, es geht darum, sich dann wirklich auch zu entscheiden. Ja. Und dafür eine gewisse Präsenz zu haben für das andere, ne? Und Weil sich das der andere kann, ist dir, Verantwortung bewusst sein, wirklich, ja, dass es das jetzt, andere ja. Leben ist dir ausgeliefert, hätte ich beinahe gesagt. Das kann ja nicht weg, ne? Das kann ja nicht Ja. sagen, ich packe und gehe zu Nachbarn, weil die haben mich mehr lieb, ne? Da werde ich nicht geschlagen oder da bin ich nicht immer ständig zu viel. Da bin ich einfach okay, da gehe ich jetzt zu denen. Tschüss. Können Ja, die nicht machen. können sie nicht, genau. Sie sind auf dich angewiesen. Und ja, doch, Genau. sie sind wirklich ausgeliefert. Das ist ein richtiges Wort. Also ein Kind kann, ja, ist Und völlig das darauf Bindungstrauma macht dann angewiesen. auch, das passiert dann ja auch dadurch, dass sie natürlich auch nicht weg wollten, selbst wenn sie es könnten. Das ist ja Ja. genau das, eben genau dieses Double Bind auch ist. Ja, total. Sie versuchen es dann ja trotzdem in diesem sehr, sehr ungünstigen System irgendwie damit auszukommen. Daraus resultieren dann diese ganzen ungesunden Überlebensstrategien und Handlungsmuster und Persönlichkeits Muster, die dann, ich sag's mal, was wir dann Ego nennen, was dann so aufgefropft wird auf die Persönlichkeit, auf die normale gesunde Ich-Struktur aufgefropft wird als Ego-Struktur und wo dann eben halt das Leben lang nach gefahren wird. Ja, da gibt Ja. es also einen Traumansatz, der heißt NAM, da bin ich auch dann ausgebildet, da werden diese Sachen dann eben untersucht, ne? Ja, wie soll ich sagen, wieder bewusst gemacht. Um sie dann letztendlich in einem Achtsamkeitsprozess loslassen zu können. Ja. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, dass man das hier nicht sofort merkt. Die Kinder reagieren zwar, aber oft machen sie gute Miene zu bösem Spiel sozusagen, weil sie gar nicht anders können. Und dann sagen die Eltern, ach, mein Kind ist heiter, dem geht's gut. Und irgendwann viel später kommen die Sachen dann erst raus. Und die Kinder haben einen riesen Rucksack dann, den sie mit sich mitschleppen, ja, und den sie dann irgendwie mühsam lösen müssen. Oder wie wir jetzt, ja, was wir in unserer Kindheit als Rucksack mitbekommen haben. Ja. Höre ich dann Papageien schreien, ja? Die Vögel hier draußen, ist kein Papagei. Das sind Ah, jetzt okay. wir. Gut. Noch eine Frage, wir schleppen ja auch das Trauma unserer Vorfahren mit. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass wir praktisch reagieren auf eine ganz komische Art, weil wir das Trauma unserer Vorfahren in uns haben und nicht richtig einordnen können. Oder wie potenziert sich das Trauma? Was wir jetzt nicht lösen und was wir an unsere Kinder weitergeben oder was wir von unseren Eltern praktisch bekommen haben. Ja, wir wissen ja aus der Homöopathie, wenn wir jetzt von Potenzen sprechen, dass viel nicht unbedingt immer viel hilft und dass je höher da jetzt etwas potenziert wird, häufig, also sprich je weniger drin ist, desto rein von der Chemie, sage ich mal, ne, dennoch ist umso höher die Informationsdichte nachher und die Schwingung, sage ich mal, auf der etwas weiter transferiert wird. Deswegen kann es durchaus sein, dass 3, 4 Generationen danach jemand auf einmal viel größere Probleme mit einem Thema kriegt, was eben entsprechend zurückliegt, als die betroffene Generation selber, weil die das häufig ganz tief weggepackt haben, so tief, weil das einfach viel zu schmerzhaft war, Ja. ja, dass sie das selber gar nicht mehr bewusst haben, ne? Ja.
Und ganz viel hat also jetzt die Generation, jetzt Millennia und danach, die haben, das sieht man ja auch bei den ganzen Jugendlichen jetzt, die haben alle massiv mit Ängsten zu tun. Ganz diffusen Ängsten, die sich dann natürlich auch super auf bestimmte Themen lenken lassen. Ja. Und da ist ja die Jugend schon immer sehr gut für, man denke nur an die Kinderkreuzzüge im Mittelalter und solche Geschichten. Also die Kinder waren ja immer sehr, sehr gut zu manipulieren für alles Mögliche. Und ja, wenn man jetzt gerade so eine angstfixierte Jugend hat, weil die ganzen Traumata der Vorfahren da im Leib hängen, dann kann man die natürlich auch sehr leicht manipulieren. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, Ja. und die können diese Ängste häufig dann gar nicht mehr, das ist alles so diffus und nebulös, und die können das gar nicht mehr richtig zuordnen. Ne? Das Ja, ist also. ja, das ist die Gefahr daran, dass man gar nicht mehr weiß, wo kommt es eigentlich her und sich dann gar nicht mehr bewusst machen kann. Ja, das Ja. kann. Also mit vielen, wo ich so da an diesen Sachen gearbeitet habe, wenn man da dann drauf geschaut hat und zurückgegangen ist in der Familie und sich das mal angeguckt hat, wo kommen wir eigentlich her, dann, ich sag mal, zu 90% steckt da irgendeine Art, irgendwo eine Vertreibung dahinter auch, familiär. Was ja in Deutschland ein riesen Tabuthema war, bis vor wenigen Jahren durfte man ja eigentlich gar nicht darüber reden. Dann war es sofort sowas wie, kriegst du sofort so ein Label aufgeklebt, irgendwie Revisionist oder irgendwie was. Dann hieß es sofort, du wolltest irgendwas aufrechnen und so. Und das ist ja eigentlich erst in den letzten Jahren passiert, dass man da mal drauf gucken durfte, ohne gleich gestempelt zu werden, sage ich mal. Ne? Und also Vertreibung ist ganz häufig ein Thema. Und ja, dann natürlich auch Hunger, ja, Verlust der Heimat, dann eben halt dieses Ganze, dann Missbrauch. Ne? Also gerade was dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch passiert ist hier in Deutschland. Ne? Also. Das waren auch nicht nur die Russen, sondern das war auch gerade in die Franzosen und auch die Amerikaner vor allen Dingen, auch die hier waren. Da gibt es in Bayern und Baden-Württemberg und so gibt es da ganz viele Berichte auch von entsprechenden Ärzten und von Pfarrern, die das so protokolliert haben, was ihnen die Leute so erzählt haben und also die Frauen dann. Und da ist also sehr, sehr viel unter Tisch gekehrt worden im Nachgang. Also von den Russen wusste man das, aber bei denen war es auch wieder ein Riesentabu, weil das waren ja die Guten. Ne? So. Und deswegen durfte da auch nicht drüber geredet werden. Ja. Das ist immer noch das, was es potenziert, ne? Wenn man nicht drüber reden Ja. darf, wenn man irgendwas, ja, wenn irgendwas nicht en vogue ist oder wie man sagt. Oder politisch korrekt, ne? Das sehen wir ja momentan auch. Also Politisch ich glaube, korrekt. so eine Zeit wie jetzt, wo es so viele Maulkörbe gibt, wie nur irgendwas, und es wird ja immer mehr potenziert, auch in diese Richtung. Das hat es ja, glaube ich, jetzt in meiner Zeitphase, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es das sogar gegeben hätte. Ne? Und oder nach dem Krieg wahrscheinlich schon nicht. Also das ist jetzt wirklich enorm, in was für eine Richtung wir uns gerade rapide auch entwickeln. Ne? Kollektiv meine ich auch. Ne? Ja, und das liegt sicher eben auch daran, dass diese Traumata nicht aufgelöst wurden, dass das überhaupt mit uns passieren kann. Ja, das ist Wieder überhaupt passieren kann, ja, ein genau. großer Punkt, dass wir einfach jetzt die Verantwortung haben, das möglichst aufzulösen und das nicht weiterzugeben wieder an die Kinder. Und das klingt wie ein riesiger Rucksack und es gibt aber ja Möglichkeiten, das zu machen. Da sprechen wir nachher noch drüber. Ist es denn zum Beispiel möglich, dass wir ein Trauma oder ein Erlebnis einer vorigen Generation wie als unser eigenes erleben, also dass wir eine Angst haben, die wir praktisch gar nicht in unserem Leben erlebt haben, sondern wirklich von der vorigen Generation, das kann sein, hast du eigentlich ja schon beantwortet. Ja, da gab es ja auch die Tierversuche, wo man dann zum Beispiel mit Mäusen dann ja so ähnliche Versuche gemacht hat, wie der Begründer des Behaviorismus, der Watson das auch gemacht hat. Der hat dann ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein klirrendes Geräusch irgendwie gemacht und danach gab es einen Stromschlag oder irgendwie sowas. Ne? Und ja, diese Versuche, die hat man auch wiederholt und hat dann festgestellt, dass dann die Generationen danach bei den Mäusen, die dann diese Erfahrung nicht gemacht haben, trotzdem bei diesem Stromschlag dann, also die keinen Stromschlag gekriegt haben, trotzdem bei diesem Geräusch dann halt in den extremen Stress und in das Hyperarousal reinkommen. Ja, also an solchen Beispielen sieht man das sehr gut, wie also so ein Säugetier-Nervensystem, was wir ja letztendlich auch haben, etwas weiter ausgebildet, aber die Grundstruktur ist letztendlich dabei gleich. Da ist dann ja davon auszugehen, dass das bei uns letztlich auch so ist. Und was ich eben immer wieder hier in Sessions auch erlebe, gerade eben in diesem transpersonalen Bereich, ist, dass Menschen auf einmal dann
auch ganz klare Bilder kriegen oder Erinnerungen kriegen. Und wenn sie dann anfangen, vielleicht noch Kontakt aufzunehmen zu ihren Eltern, Großeltern, wenn es sie noch gibt, dann auf einmal gibt es manchmal auch so Sachen, dass da also eine Bestätigung kommt von außen. Ah, ja. Ja, das war so. Ne? Ja, Wow. verrückt. Das ist also das. Ist jetzt nicht die Regel, aber das habe ich schon mehrfach auch mit Leuten erlebt. Und das ist natürlich ziemlich auch eine Bestätigung, für, also auch für einen selber, für die Arbeit. Aber für die Leute ist es natürlich, ja, hat es einfach eine mega, wie soll ich sagen, Referenz dann, ne, irgendwie. Ja, Ne? Dass das total. dann wie so ein Puzzlestück im Nirvana, hätte ich beinahe gesagt, gefunden haben, so, ne? Ja. Und dass wir dann so oft bestimmt werden von diesen Sachen, solange sie uns nicht bewusst sind. Und dass man da, dass es so lohnend ist, sich damit zu beschäftigen. Ja, wo kommt was her? Und gerade eben, wenn man Kinder bekommt. Wenn wir jetzt mal auf das Geburtstrauma eingehen, wie wirkt sich das aus? Also wie auf das Weltbild oder auf das Selbstbild und auf das Verhalten, wenn man jetzt ein unverarbeitetes Geburtstrauma mit sich rumträgt? Ja, da gibt's verschiedenste Theorien zu. Großvater auch ja, ganze zu bestimmten Phasen ganze Störungsbilder dann zugeordnet, die jeweils zu diesen vier Phasen der Geburt, die er beschrieben hat, dann eben halt auftreten können. Das kann ich nicht, das konnte ich jetzt nie für mich verifizieren. Ich bin ja auch kein Psychiater und er hat das ja auch in ganz anderen Setting dann auch zum Teil mit eben LSD hat er diese Sachen dann ja auch damals erforscht und das damit dann diese Phänomene auch in Verbindung gebracht. Was man aber sehr, sehr gut finde ich, also was ich immer wieder so auch gesehen habe und in Prozessen und was man sehr gut ableiten kann, sind einfach bestimmte Grunddynamiken, sage ich mal, die im Leben stattfinden, die dann hinterher häufig mit, wenn man dann in der Rückschau da drauf guckt oder auf auf so einen Atemprozess drauf schaut, die dann sich darin widerspiegeln und die sich dann auch ja, in der Art und Weise, wie die Geburt stattgefunden hat, möglicherweise widerspiegeln. Und das hat er eben ja als erster so Otto Rank damals ausgearbeitet. Der nannte das das Trauma der Geburt damals. Freud hat das ja sehr abgelehnt, diese Theorie, weil man war ja damals der Ansicht, dass das überhaupt keinen Einfluss hätte Ja, auf irgendwie was, ne? Und man hat ja auch lange noch geglaubt, dass ein Säugling keine Schmerzen empfindet. Deswegen haben Ja. sie die ja dann ohne Narkose operiert und solche Geschichten. Also das ist ja, ne, wenn man heute hört Trust Science, ne, dann kann man nur sagen, lies mal die Geschichte und dann frag dich nochmal, ob du wirklich um jeden Preis der Wissenschaft immer vertrauen willst, weil die haben schon öfter ziemlich gravierend daneben gelegen. Oh Ne? ja. Ich sage nur damals diese ganze Geschichte da mit Atombombentests in der Wüste und wo die Leute mit Sonnenbrillen da gesessen haben, sich das angeguckt haben. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Also all solche Sachen, ja. Also die Ja. Geschichte ist komplett voll mit solchen Stories. Ja, und die Art und Weise, wie eben Kinder, muss man ja sagen, auf die Welt gebracht werden vom medizinischen, industriellen Komplex, das ist ja nichts, was irgendwie einer Frau, wie soll ich sagen, ja, ich hätte beinahe gesagt, Spaß macht. Also das ist jetzt ein bisschen flapsig. Also was einem Geburtsereignis, will ich mal so sagen, gerecht wird irgendwie Ja. in irgendeiner Form, weil dieser ganze mechanistische Apparat, der getaktet ist nach der, ja, nach Chronos, ja, der muss eben halt wie so ein Uhrwerk halt funktionieren und wenn dann irgendwie da eine zeitliche Abweichung ist, dann ist das schon schwierig für die und dann verdient man schon nicht mehr ganz so viel Geld. Und da muss man halt bestimmte Sachen einleiten und Prozesse initiieren und so weiter. Und das widerstrebt dieser weiblichen Intelligenz, die da eigentlich sich Bahn brechen möchte. Und die brauchen Raum, der möglichst stressfrei ist, der vielleicht abgedunkelt ist, wo nicht eine Riesenhektik ist und Panik verbreitet wird, wo auch nicht so eine Geburtshaltung ist wie auf so einem Liegestuhl, sondern die Geburtshaltung wäre viel besser, wenn das irgendwie, das haben ja vielleicht auch schon zig andere gesagt, ne, wenn das eher eine Hocke wäre oder, ne, Ja.
Ja, und wenn Frauen dabei wären, die ein Verständnis dafür haben, was da gerade passiert und nicht fünf Männer oder so, die da rumspringen und ihren Zeitrhythmus erfüllen wollen und so weiter. Und all diese Sachen, das wirkt sich letztendlich natürlich auch auf das Kind aus, weil die gerade die ganzen Stresshormone rübergehen und auch das Gefühl dann vielleicht da ist, ich darf mich nicht in meinem Rhythmus hier in diesem Übergang bewegen und ihn mit initiieren. Und das ist ja auch dann in der dritten Phase, die Grof dann hat, ist es ja eine synchronistische Bewegung zwischen Mutter und Kind. Und wenn dann da von außen zum Beispiel der Sauglocker eingegriffen wird und ja, oder wenn dann mit gewissen Anästhetika gearbeitet wird, die dann ja auch bewusstseinsmäßig wirken, ja, das sind alles Dinge, die dann oder mit der Zange dann das Kind geholt wird. Das sind ja alles oftmals Erfahrungen, die sich anfühlen wie so eine Art Missbrauch, ne? Man wird also nicht in seinem eigenen Rhythmus, sondern man wird dann da halt geholt mit Gewalt. Ich meine, natürlich ist es auch so, dass bestimmte Maßnahmen in bestimmten Situationen lebenserhaltend sein können. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber das ist ein Aber kleiner Teil und nicht das ist die wahrscheinlich ein Regel. deutlich kleinerer Teil als bei der Teil, wo das wirklich gemacht wird, de facto, ne? Ja, weil eben auch den Geburtshelfern oft das nicht klar ist, wie wichtig, ja, wie wichtig so viele diese Selbstbestimmte sein. Und was ich auch wichtig finde, wenn das Kind erlebt ja seine Mutter auch in, also es teilt sich ja mit, wie die Mama sich fühlt. Und wenn die Mama sich nicht selbstbestimmt fühlt und nicht Genau. selbst wirksam fühlt, dass Genau. das unglaublich prägend ist für das Kind. Das ist mir nochmal so ein wichtiger Aspekt. Weil es ist ja die Mama. Ja, es ist ja Ist ja kein, es, eins, es gibt ja, genau, sozusagen. es gibt ja keinen Unterschied Genau, in dem Sinne, genau. ne? Also der Ja. Organismus tauscht da alles hin und her aus und psychisch, emotional, energetisch sind die ja ein Organismus, obwohl sie zwei sind. Ist auch wieder paradox, aber ja. Genau. Ja. Und Ja, wie und wirkt sich das aufs Verhalten aus oder auf das Selbstbild ja. oder auf das Weltbild des Kindes Also, langfristig? jetzt hatte ich gerade auch wieder ja, zwei Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, an diesem Thema, zum Beispiel Nabelschnur um Hals. Ne? Das ist auch so ein Phänomen, so klassisches. Ne? Wenn man sich das vorstellt, man hat da irgendwie ne, was um den Hals, was wie ein Strick, hätte ich beinahe gesagt, was einen dann Vorwärtsgehen hindert. Und du arbeitest dich nach vorne und die Mutter ist am Pressen und das Kind will auch und läuft aber schon blau an. Ne? Also ihm wird dann beim Vorwärtsgehen die Luft genommen zum Leben, hätte ich beinahe gesagt, wie, also gefühlt. Ne? Dann ist das häufig so ein Engramm oder so eine Art Prägung fürs Leben hinterher. Und das sind dann häufig Menschen, die dann nicht richtig rausgehen oder nicht richtig nach vorne gehen, sich nicht richtig trauen zu zeigen, obwohl man die, wenn man die sieht, und wenn man dann guckt in deren Vita und was, ne, die haben alles. Eigentlich haben die alles, ne? So jetzt, was weiß ich, Charisma, Ausbildung, Intelligenz, Charme und auch irgendwie eine Weisheit, merkst du so, ne? Lebenserfahrung und alles Mögliche Das und hält trotzdem hier noch was zurück, ja. merkst du, die machen nur 20% von dem, was ihnen eigentlich der Kosmos erlauben würde, so, oder geben würde, so, ne? Das sind dann häufig genau diese Sachen, wo, ja, oder Menschen, die dann ihr Ding nie zu Ende machen, das immer abbrechen, 5 vor 12, so, ne? Also 5 Meter vom Ziel, sagen, ach nee, das Stück, das mache ich jetzt nicht mehr. So, ne? Das sind häufig dann so Phänomene, die dann, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, linear kausal, das ist deswegen, das kann man ja auch gar nicht validieren, aber es fällt einfach Ein auf, Hinweis dass vielleicht, ja. wenn man phänomenologisch Dinge anschaut und betrachtet, die Phänomene sich anschaut und dann das Phänomen, was in der Geburt war, dazu nimmt und sich das so anguckt und den Leuten das mal so anbietet hinterher und sagt, okay, du hast jetzt deine Erfahrung gemacht, du hast das jetzt vielleicht sogar noch mal fast wie wiedererlebt in dieser Atemarbeit und wenn du das mal gefühlsmäßig jetzt zusammenbringst, ja, dann sagen ganz viele intuitiv so aus dem Bauch aus, ja, das ist jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
Ob es dann nachher de facto so ist, also das kann man trotzdem nicht sagen, ja, aber Ja. für denjenigen ist es ja eine innere Wahrheit in dem Moment und das ist eigentlich für mich das, was zählt, sage ich mal. Ja. 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 Es ist also auf jeden Fall wertvoll, sich mit seiner eigenen Geburt so auseinanderzusetzen, möglichst bevor man selbst schwanger ist. Das ist, Das wäre wäre das super. Ideal. Ne? Das wäre sehr Oder gut, auch ja. eben notfalls, wenn man eben gemerkt hat, bei der, vielleicht bei der ersten Geburt, die man hatte, die ist wirklich nicht gut gelaufen, dass man sich dann nochmal damit beschäftigt, bevor man Ja, ein zweites Kind bekommt. Weil viele werden ja das erst ist danach aufmerksam auf diese Sachen ja. und nicht vorher. Ja, also auch gerade so Geschichten wie wenn Frauen dann tragischerweise ein Kind verloren haben, ne? Ja. Ne, also Totgeburten, Frühgeburten oder so, wo das oder wo der Fötus abgegangen ist. Ja, das sind ja auch hochtraumatische Erfahrungen, die man da durchlebt. Ist natürlich auch für den Mann traumatisch, aber für die Frau hat das natürlich eine ganz andere Qualität nochmal. Und ja, das ist natürlich etwas, was ganz oft dann hinterher mitgenommen wird in die nächste, Ja. den nächsten Versuch, hätte ich dann beinahe gesagt, ne? Ja. Ja, das spüren die Kinder auch und wenn man mit Erwachsenen später darüber spricht und so, und die das wissen von der Mutter, ja, dann da kann man da leider auch viele Indizien finden, die dann so in diese Richtung gehen, dass es immer so eine Lebensängstlichkeit war und die wird, das wird dann natürlich auch epigenetisch dann weitergegeben, ne? Indem man das auch am Modell dann auch lernt, ne? Ja, und dafür ist es so wertvoll, wenn man das wirklich gerade nach einer Ja. Fehlgeburt, wenn man das aufarbeitet, dass man das Ja, nicht dem nächsten absolut. Kind mitgibt. Das ist ein total Absolut. wichtiger Hinweis oder eine, bitte macht das, ja, wenn ihr das erlebt habt, dann arbeitet es auf. Ja, wir können jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung, das klingt alles so, so ein bisschen düster. Was können wir selbst tun? Also was, es gibt ja immer die Mindestens. Möglichkeit, das noch auf, ja, ich meine, wir schleppen so viel mit von den vorigen Generationen, wir erleben so viel jetzt Umwelteinflüsse, Beeinflussung Ja, das stimmt. und eigentlich so viel Trauma, was eigentlich ständig passiert. Und da aber trotzdem hoffnungsvoll zu bleiben und zu sagen, ja, wir können das lösen. Ja. Da, Ja. genau. Ja, die Frage. Die Frage mit der Polyvagaltheorie, das ist ja jetzt was, was so ein geflügeltes Wort wird, was man sich noch nicht oder wo viele sich wahrscheinlich noch nicht darunter vorstellen können. Was beinhaltet das? Wie ist das so mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus und wie können wir das nutzen? Gut, also grundsätzlich zu der Frage oder zu dem Gedanken vorweg nochmal, ich glaube, ist auch wichtig, also gerade Menschen, die dann zum Beispiel als Bindungstraumastruktur so ein Leistungsding haben, das heißt, die dann immer beweisen müssen, dass sie gut und liebbar sind. Für die ist das jetzt natürlich eine ganz böse Falle über die Dinge, über die wir hier reden, weil denen wächst das jetzt schon über den Kopf und die kriegen jetzt schon Stress, weil sie, wie du gerade schon gesagt hast, ich schaffe das nie, alles aufzuarbeiten, das Elend der Welt. Ne? Das ist, wäre in der Tat eine Art, wie soll ich sagen, wahrhafte oder wahnhafte Donkey-Schotterie, hat ja gegen die Windmühlen gekämpft, ne? Oder ein Sisyphus-Werk, ja, der Stein rollt ja an der Spitze oben sicherlich wieder weg. Also da muss man dann auch wieder erkennen, man ist nur Mensch, ja, und man ist so klein, sag ich mal, auf dieser großen Erde und man kann einen Teil dazu beitragen. Der Teil ist trotzdem bedeutsam. Genau, und man kann Schritt für Schritt gehen. Man muss ja nicht alles auf einmal Genau. lösen. Also Willige Segert früher, das war einer meiner Lehrer, auch auf dem spirituellen Weg lange, hat immer gesagt, ja, für eine Revolution in der Breite, im Bewusstsein braucht es häufig nur für so einen Quantensprung, wie zum Beispiel vom Mittelalter zur Renaissance, braucht es irgendwie nur 2, 3% der Gesamtmasse, die das auf einmal initiieren. Es braucht nicht 99% oder so, sondern einen kleineren Teil nur, Die es ins Rollen bringen, ja, um praktisch. da so Dinge anzustoßen, ne? Ja, das gibt doch Hoffnung. Ja, genau. So, und Polyvagaltheorie ist halt ein relativ junger Ansatz, eigentlich gut schon seit 1994, 95 von Porges eingeführt. Entdeckt dann erst im Bereich der von den Traumatherapeuten und dann halt hat sich zunehmend in den letzten Jahren jetzt in verschiedene, ja, Bereiche auch reingearbeitet, hätte ich beinahe gesagt.
Die Idee dahinter ist, wie der Name schon sagt, Poly, viele, vagal, ne, das geht dann auf den Vagus zurück, den Vagusnerv. Und die These ist eben, dass es also, dass der Vagusnerv in zwei Systeme geteilt ist, die eben evolutionsbiologisch voneinander hierarchisch getrennt sind. Das heißt, das eine System finden wir auch, also das älteste System im autonomen Nervensystem, was in drei Systeme gegliedert ist. Das älteste ist eben dieses dorsale, das untere Vagussystem, was, sage ich mal, unterhalb vom Zwerchfell liegt, grob gesagt, ne, hauptsächlich unterhalb vom Zwerchfell liegt. Und das finden wir eben auch bei den Reptilien. Ja. Wenn die also in ihrem Shutdown sind im Winter, im Eis rumgammeln da irgendwo, ne, das können die ewig machen, da passiert denen nichts. Und ja, das haben die auch perfektioniert, sage ich mal. Und ja, die brauchen dann teilweise ja sogar manche haben ja oben wie so ein drittes Auge, wo sie dann das Licht der Sonne quasi anzapfen, um dann wieder die Energie zu kriegen, um sich wieder aktivieren zu können und dann wieder in Bewegung zu kommen. Ja, das ist auch ganz interessant, ja. So, und auch mal als Analogie für die Zirbeldrüse auch bei uns dann wieder, ne? Ganz spannend, ja. Und das zweite System ist eben dann halt das Sympathikotone, ja, das haben der Sympathikus entlang der Wirbelsäule, ja, das haben die auch, die Reptilien. Ich sag mal Krokodil, wenn du jetzt ein Krokodil da, wenn das da am Strand rumliegt und du ziehst ihm einen Schwanz, was der macht, ist entweder rennt weg, reißt sich los und rennt weg, rennt ins Wasser oder der schnappt halt die ganze Zeit irgendwie um sich, ne? Das sind halt so die Mechanismen, ne? Und wenn er sich völlig bedroht fühlen würde, was beim Krokodil wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, dann wird er in die Starre gehen. Das sind eigentlich so die Mechanismen, die die haben, ne? Und dann hört es aber auch auf. Und die Säugetiere haben dann eben halt ich sag mal, das neueste System obendrauf gesetzt nach dieser Theorie, weil die eben dann angefangen haben, auf anderen Frequenzen zu kommunizieren, weil die angefangen haben, sich umeinander zu kümmern, weil die angefangen haben, im Verbund zu leben miteinander und daraus eben überlebensstrategische Vorteile für sich erlangt haben. Und die dann auch auf Frequenzen kommuniziert haben, die die Reptilien zum Beispiel nicht hören konnten oder nicht aussenden konnten. So, und deswegen wurde da dann zum Beispiel auch das Gehör auf eine andere Weise viel differenzierter ausgebildet. Und da hat Porges dann ja auch das Klangprotokoll des SSP für entwickelt, was ich auch anbiete auf der Seite. Das ist so eine Klang-App. Das können wir auch noch verlinken. Das kann man also für sich auch machen, in der Selbstanwendung, um sich zu beruhigen, zu entstressen, den Vagus zu aktivieren. Rein über Klang wird da quasi der Trapeziusmuskel trainiert und das Trommelfell anders gespannt, sodass wir Stress- und Störgeräusche von außen, mit denen unsere Welt voll ist, also alles, was irgendwie sehr tiefe Geräusche sind oder sehr hohe, sei es von Mixern, Staubsaugern, Lüftern, Diesel-Lkw-Motoren, Fahrstuhlgeräuschen, also wo die moderne Welt eigentlich permanent von erfüllt ist, Baustellenlärm und so weiter, was wir also ständig hören, da ist unser Nervensystem also permanent im Alarmmodus, weil es diese Geräusche nicht, also auf Steinzeit, es ist ja gepolt und in der Steinzeit gab es diese Geräusche nicht, außer eben von Kannst dich Raubtieren, einordnen. Vulkanen, Erdplattenverschiebungen und Gewitterwolken. Und deswegen geht das Nervensystem dann ständig in Stress. Und das hat der Porges halt daraus entwickelt, dass man klinisch hatte das erforscht, vor allen Dingen mit ADS, Autismus und Trauma. Und hat dann eben festgestellt, okay, wenn der Stabilius anders trainiert wird, also wenn er überhaupt erstmal trainiert wird, ne, ist wie der kleinste Muskel, Bodybuilding im Ohr, könnte man sagen, ja, dann haben wir einen anderen Filter, ein anderes Spektrum wird dann gefiltert und der Fokus wird mehr auf die Prosodie der menschlichen Stimme gelenkt. Das sind dann eben gerade diese, ich sag's mal, spezifischen Frequenzen, die Säugetiere und dann eben Menschen noch weiter ausgebildet haben, um miteinander eben in Kontakt zu gehen und kommunizieren zu können. Ja, Und aha, und das das nächste, ist praktisch dann ja? der ventrale Vagus.
Das so gut Der ist da zu. ganz wesentlich auch dran beteiligt, beziehungsweise wenn das gut funktioniert, dann kann der sich auch wieder voll entspannen, der Ventrale, weil sonst bist du ja sofort wieder im Sympathikus. Ne? Und Ja. dann geht das ist ja hier alles sehr eng beieinander. Ne? Der Vagus geht ja hier hoch und dann haben wir da das Ohr, wo da dann eben, wie gesagt, das Ganze mit dem Stapedius und so weiter abläuft. Und dann haben wir ja hier die ganzen Gesichtsnerven, die ja auch alle vom ventralen Vagus mit innerviert werden und die dann ja für die Mimik zuständig sind. Und das ist genau das, was wir von hinten hatten mit diesem Stillface-Experiment. Ne? Also wir brauchen auch diese Mimik, ja, eine lebendige Mimik, eine freundliche Mimik, wo man übrigens viel weniger Muskulatur für braucht, als wenn man sich immer versteift und verspannt. Ja. Ja. Und ja, da habe ich mal so ein Cartoon irgendwo mit Deutschland montags morgens um 7 Uhr. Da rannten sie alle an so einer Schlange lang. Da gab es dann so Bügel für 1 Euro. Den legte man sich hier oben drüber und der zog dann die Mundwinkel hoch. Ne? Dann konnte man dann so ja, sich über den Ja, Kopf. das, da, das Ja. ist ja erwiesen, dass man dadurch, wenn Ja. man sich vor den Spiegel stellt und irgendwie die Mimik so macht, dass man dann auch innerlich Genau. freudvoller wird. Und das hat mit den Spiegelneuronen auch zu tun, ja, dass Ja. man eben, wenn man ein anderes freundliches Gesicht sieht, dass man dann also in der Regel auch auf diesen ventralen Vagus umschaltet und sich eben entsprechend freundlich fühlt. Außer gibt es eine Ausnahme, wenn Leute schwer traumatisiert sind, gerade auch im Bindungsbereich, und die Therapeuten grinsen die dann immer an wie ein Honigkuchenpferd und sind total gut drauf und freuen sich, dass die kommen und so, dann werden die häufig von Scham überwältigt. Und diese Menschen, weil sie können das gar nicht zulassen, dass sie so gesehen werden. Und das verhindert sogar therapeutische Prozesse, hat man festgestellt. Das verstehen Therapeuten dann häufig nicht, die das Konzept nicht kennen, weil dann sind die dann kommen die häufig in ihren therapeutischen Jagdeifer und sind immer engagierter, immer freundlicher und der Klient geht immer mehr in die Defensive, geht immer mehr weg, 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 weg und der Therapeut versteht dann gar nicht, warum das jetzt nicht funktioniert, ne? Warum der Ja. so abwehrend ist. Ne? Und dann kommen die auch in ihre eigenen Strukturen, werden die natürlich auch getriggert, ne? Und wollen immer Ja. mehr machen, ne? Die hilflosen Helfer, ne? Nach Schmidt Ja. Bauer. Ja. Ja. Ja, und Also was das ist so macht ein bisschen ja? diffizil, aber um das jetzt mal so kurz zu erklären, sage ich mal, das ganze Modell. Ich kann ja unten, du kannst ja auch noch mal meinen Vortrag aus Zürich da verlinken, vielleicht unter dem Video nachher oder so. Dann habe ich das ja alles auch noch mal ausführlicher geschildert, das ganze Ding so, ne? Ja, was macht das denn jetzt, diese Polyvagaltheorie, mit unserer Traumaaufarbeitung? Was Ja. konkret? Also es ist so, wenn du Also früher hat man ja gedacht, du musst halt rein in die Emotionen. Also früher meine ich jetzt ja, ich sag mal so 60er Jahren, 70er Jahren, da war halt so diese ganze das Human Potential Movement und so. Und du musst voll in die Emotionen und du musst schreien, bis der Arzt kommt und du musst heulen und dann bis Und der alles Arzt noch kommt, mal dann durchleben praktisch, ne? wird alles gut, ne? Ja. Und das hat man mittlerweile halt verstanden, dass das nicht unbedingt, für manche ist das mal gut, aber für viele Menschen, gerade für die eher sensibleren unter uns, von denen gibt es halt zunehmend mehr, ist das eher wieder eine Überwältigung und Überforderung im Nervensystem. Oder man könnte auch sagen, so eine Art mildes Rehtrauma, was da stattfindet, weil die das gar nicht integriert kriegen. Weil wenn du eine Kapazität hast von so, ja, und jetzt passiert etwas was aber eine Kapazität braucht von so, was passiert, ja? Du mit Eher deinem eine kleinen, Retraumatisierung, ja. ja, du erlebst das zwar alles, aber es ist total überflutend und Ja, es und scheißt dich völlig überfordernd, raus. ja. Ja. Und deswegen ist dieses Konzept so hilfreich und sinnvoll, deswegen habe ich mich damit so lange mit beschäftigt und so viel auch fortgebildet in dem Bereich und habe das in meine eigene transpersonale Ausbildung auch dann als Basis genommen, weil ich mir die Frage gestellt habe, weil die alten transpersonalen Konzepte wie Holotropes Apen und so, wo ich ja auch ausgebildet wurde, oder so Sachen wie Rebirthing und so, die arbeiten ja alle hauptsächlich über diese Überladung, extremste Überladung, Mit dem ne, wo du sofort Sympathikus in praktisch. Hochsympathikus-Bereich kommst, ne? Ja. Und das funktioniert ja auch.
So, und wie gesagt, für manche ist es auch richtig, richtig gut, ne, das zu machen. Ich will das jetzt auch nicht generell sagen, dass das generell schlecht ist. Nur für manche ist es eben auch überhaupt nicht so gut. Ja, wir sind Und alle dann, individuell, genau. ja, genau. Und das kriegt man halt, oder das wird dann in den großen Gruppen häufig nicht, kriegen die Leute das gar nicht mit. Vor allen Dingen, wenn die Leitung selber dieses Verständnis fürs Nervensystem auch nicht haben. Und die Leute dann ewig lange da im Shutdown rumliegen, ne? Und hier hat man auch zigmal gesagt, okay, du gehst so toll tief da in so einem yogischen Schlaf drin und ach, super. Ja, also man kann das alles immer so irgendwie deuten, ne? Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, wie kann man denn es sanfter machen, in die gleichen Bereiche zu kommen? Ich meine, in den transpersonalen Raum zu gehen, ist natürlich immer ein Risiko, wenn man jetzt von Trauma an sich redet. Dann kann da immer irgendwie was auch getriggert werden, weil es ja immer ein Raum ist, der was extrem aufmacht. Das sehen wir ja auch bei Yoga. Deswegen gibt es ja auch traumasensibles Yoga und bei Qigong und bei Leuten, die Psychedelics nehmen und so. Da gehen ja immer wieder auch Sachen in der Richtung mal schief, hätte ich mal gesagt, dass es einfach zu viel ist. So, ne? Das Ja. kann man in solchen Kontexten natürlich nie ganz ausschließen, sage ich mal. Aber ich habe in meinem Modell das versucht, dann möglichst niederschwellig, sage ich mal, zu fahren, dass man also sehr viele Möglichkeiten hat als Backup, wo man auch wieder nochmal raus kann aus der Intensität und wo man konsequent eine Begleitung hat, die dann da ist auch. Ne? Also eher eine 1-zu-1-Begleitung als jetzt so eine Ja. Gruppen, also ein Ja, genau. Gruppensetting, weil man Genau. sonst Ja. gar nicht alles auffangen kann, praktisch in so Ja. einer großen Gruppe. Richtig. Ich hatte auch mal einen schamanischen Lehrer, der hat auch gesagt, weißt du, die Schamanen, die so Ayahuasca-Rituale machen mit mehr als 3 Leuten, das sagt er, das können die gar nicht sind, also seriös machen. Ne, das ist nur, der sagt, das ist nur Geldmacherei. Ja, ist ja logisch, Egal. wenn man was aufwühlt in jemanden, dass man dann auch für denjenigen da sein muss und das auch Und wirklich bedeuten muss. das habe ich oft so erlebt auch. Ich habe da auch einige Erfahrungen gemacht in dem Bereich und muss sagen, ich habe das immer wieder so erlebt, dass man auch dann gerade auch als Westler schnell das Gefühl hat, man ist irgendwie da, wie soll ich sagen, nicht gut in einer Begleitung, sage ich mal. Dann. Ja. Es wird ja viel für Traumaverarbeitung oder ich höre zumindest viel, dass man sich schütteln soll oder zittern soll oder auf Kissen schlagen und schreien. Das war eher früher, ne? Jetzt ist eher Ja, genau. was hältst du davon oder wie kann man das einordnen, so dass es praktisch für manche Leute gut ist und für manche nicht, so wie du vorhin eigentlich schon gesagt Exakt. hast. Da gibt es ja zum Beispiel also ganz bekannt ist ja das TE, da habe ich da auch die Ausbildung gemacht, habe da auch einige Videos dazu gemacht, wie das aussieht und so. Und habe aber bewusst auch keine Anleitung reingestellt, weil keine komplette zumindest, weil ich denke, das ist etwas auch, was man idealerweise in Begleitung machen soll. Mittlerweile wird das halt auch ja, überall natürlich in Buch- und Videoform angeboten, dass Leute das selber für sich komplett alleine machen. Sagst du es nochmal kurz ausgesprochen, TRE? Was das, Ja, es weiß nicht, also wissen nicht viele. genau, es Tension Release, Trauma and Tension Release Exercise, also das ist eine Übungsabfolge von David Bacelli, die dann diese Haltemuskulatur, diese ganze Spannung im Körper reduziert ein Stück weit und dem Körper ermöglicht, in das sogenannte neurogene Zittern zu kommen. Das ist dann wie so eine Vibration. Ich habe so ein Erklärvideo dazu, das können wir vielleicht auch noch, wenn du willst, hinterher darunter packen. Auch noch verlinken. Da geht es dann eben darum, dass der Körper diesen gehaltenen Stress aus dem System rausbringt, wie Wildtiere nach einer erfolgreichen Flucht das auch oder ja, also nach einem erfolgreichen Entkommen das auch machen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, hat man damals, also hat Levine schon damals entdeckt, warum die keinen posttraumatischen Stress haben. So. Und das ist eben vor allen Dingen für Schocktraumasituationen, wo es um solche Nervensystemüberladungen geht, wo zu viel Energie im System ist. Dafür ist das vor allen Dingen hilfreich und sinnvoll. Es kann aber Um eben halt praktisch auch, diese gespeicherte Energie wieder loszuwerden, ne? ja, was in den Faszien im Gewebe sitzt, ne? Und so weiter. Es kann aber dann auch natürlich passieren, dass dabei natürlich auch andere Prozesse wieder in Gang kommen, mit inneren Bildern und so weiter. Und was dann vielleicht auch wieder zu ja, ich sag mal, wieder too much ist, ne?
Also ich habe öfter schon von Leuten gehört, die dann zum Beispiel mit jemandem da irgendwo auf dem Seminar waren, der dann gesagt hat, ah, ich kann das, ich habe das gelernt, das ist super, lass uns das mal. Sind die in die Pause da irgendwo in den Raum gegangen, haben das gemacht und von 8 Leuten hat es 3 umgehauen. Denen ging es halt nicht mehr gut. So, dann haben die, als ich das dann mal irgendwo vorgestellt habe in der Fortbildung, dann haben die gesagt, nee, bleib mir bloß weg damit. Ne? Und dann, wieso? Ja, und dann haben die das erzählt. Ne? Daran sieht man, die Leute wollen halt immer alle irgendwie eine schnelle Methode haben. Sag mal 3 Übungen, das ist in die ganzen Bücher, sind in den letzten 15 Jahren alle so aufgebaut worden. 3 Sachen, die du machen musst, 7 Sachen, die du machen musst, dann ist alles okay. Und das ist meistens nicht so, weil die Übung an sich ist immer, würde ich sagen, zweitrangig. Erstrangig ist die Verbindung, wie bei Mutter-Kind, zu einem anderen Nervensystem, das wohlwollend, regulierend dabei ist mit Ja, mir und absolut. an dem ich mich wieder orientieren kann, während ich mich an mein Stressthema annähere. Ja, total. Und bei Eigentlich immer eine vielen, Begleitung braucht ja, in der und bei Beziehung. vielen bringen dann gewisse Übungen wiederum auch gar nichts. Das ist dann so eine Art Sicherung, weil das Nervensystem schon weiß, dass kein anderer da ist, an dem ich mich orientieren kann. Deswegen passiert dann, also Ja, dann macht die sagt Tür gar nicht erst auf. die, ja, die Ja. Übung ist Mist, da passiert ja nichts. Ja, aber wenn man die Übung in dem entsprechenden richtigen Setting machen würde, wo mein Nervensystem sagt, Sicherheit ist vorhanden, dann ist der ventrale Vagus nämlich an. Und nur wenn der an ist, kann ich mich eben verbunden fühlen, kann ich mich im Hier und Jetzt aufhalten. Das ist wiederum auch der Grund, warum viele Leute Meditations-Sessions machen und eigentlich gar nicht meditieren die ganze Zeit, weil sie immer im Stress sind. Weil alle böse gucken. Keiner mit ihnen irgendwie interagiert, ja, und sie eigentlich die ganze Zeit auf sich allein zurückgeworfen sind und dann ihre Traumata durchsitzen sollen. Und naja, da muss er halt noch länger sitzen, heißt es dann, ne? Ja, und das ist bei Leuten mit Bindungstrauma, ist das gar nicht unbedingt eine hilfreiche Kiste, ja? Ja, toll. Ja, Ja. total gut, weil man sehr so unter Druck gerät, wenn man immer denkt, ja, die anderen können es ja auch, können in Anführungsstrichen, warum Ja. funktioniert es bei mir nicht, ne? Und da aufmerksam zu sein, dass es einfach solche Gründe hat. Ja, Ja, total ja. gut. Ja, und wie gesagt, und viele Leute sind dann total verzweifelt, weil sie jetzt einfach schon die 500. amerikanische Methode, die immer hilft bei jedem und für alles und sofort. Und alles funktioniert bei mir, nur bei mir nicht, ne? So irgendwie. Und das hat eben vor allen Dingen was damit auch zu tun. Das habe ich schon immer gesagt, ne? Und da gibt es auch Metastudien zu, die dann zigtausende Therapiefälle untersucht haben, wo gesagt, also als Ergebnis rauskommt, 85% sind nicht die Methoden, sondern die Beziehung und die Verbindung Ja, zu total wichtig, jemand ja. anderem. Weil sonst fühlt man sich, hat man noch mehr diese Schuldgefühle, wenn man so das sich selbst unter Druck setzt und merkt, es geht nicht, dass man sich dann wieder falsch fühlt und dass das dann eher nach hinten losgeht, sozusagen, ne? Genau, und da braucht man in der Tat auch ein bisschen Glück, auch mit sich selbst und der Welt. Und man muss dann auch irgendwie gucken, man muss sich vielleicht auch 3, 4, 5, 6, 7 Leute angucken, bis man jemanden findet, mit dem man länger zusammenarbeiten kann. Das Da muss wirklich einfach so eine krass. gewisse Grundchemie stimmen. Ja. Und, manchmal ist es aber auch gut, genau mal mit jemand anders zu arbeiten. Vielleicht, wenn man immer Frauen hatte, vielleicht mal mit einem Mann oder wenn man immer nur mit Männern gearbeitet hat, vielleicht mal mit einer Therapeutin zu arbeiten. Ja, weil es vielleicht genau das, wie soll ich sagen, deckelt, was ich immer vermeiden wollte bis jetzt, ne? Vielleicht komme ich da mal an ein Thema ran, was mich weiterbringen würde. Ja, da muss man einfach ein bisschen gucken, sage ich mal, Ja, ja. weil man vielleicht jetzt eben schon einen Schritt weiter ist und den nächsten Schritt gehen kann. Das ist ja auch, wenn es vorher nicht geklappt hat und dann, du hast ja das hypnagogene Atmen entwickelt. Was ist denn daran anders oder was ist der Vorteil oder wie? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist nicht so pushy, ne? Also das alleine schon von der Art der Musik, die da ausgewählt ist. Ich arbeite auch vor allen Dingen mit 432 Herzfrequenzen. Die moderne Musik ist ja alle auf 440 Herzfrequenz aufgenommen worden. Da hat man ja mal, vor dem Zweiten Weltkrieg hat man das ja mal so bestimmt. Seitdem haben dann sich ja die Mönche und die Nonnen beschwert in ihren Klöstern, weil sie irgendwie weil die gregorianischen Gesänge, die die machen, dann auf einmal nicht mehr den Effekt auf sie hatten, weil sie gemerkt haben, das ist verstimmt jetzt auf einmal und das wirkt nicht mehr auf der Herzebene und so. Und dann haben die sich zum Teil geweigert, die Gesänge noch zu singen.
weil sie nicht mehr die Wirkung hatten. Und die ganzen modernen CDs sind alle fast, also die ganze moderne Popmusik, auch die klassische Musik, ist alles auf dieser Verstimmung aufgenommen worden. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Und das habe ich erstmal für mich so entschieden. Dann spiele ich aber auch dabei viel live mit Obertonsachen. Das können Klangschalen sein, das können Gongs sein, Rasseln, Zimbeln, Trommeln etc. Alles, was irgendwie dazu geeignet ist, Obertonklänge zu aktivieren. Und das wirkt noch mal anders aufs Nervensystem und auf die Chakren natürlich. Also das ist ein wesentlicher Unterschied vom Sound her, vom Soundspektrum her. Dann ist die Atmung dient als Gefährt, aber es wird keine forcierte Hyperventilation gemacht, sondern eine viel ruhigere Atmung. Das heißt, die ist dann auch ermöglicht, eher in diesem ventrovagalen Bereich zu bleiben. Optional wird dann noch zusätzlich mit einer Lichtstimulation gearbeitet, wo bestimmte Frequenzen, hypnagogisches Licht nennt sich das, wo bestimmte Frequenzen eingestellt werden können, die das Gehirn quasi auf eine gewisse Weise auch schon mal aktivieren, zum Beispiel in Theta-Modus bringen oder so. Und dann ist die Körperarbeit dabei als Angebot eher wie eine kontinuierlichere Begleitung, wenn man das möchte, das wie ein permanenter Kontakt ist. Und das ist zum Beispiel jetzt beim holotropen Atmen auch anders. Da wird also der Prozess erstmal ich sag's mal, in der Regel so 1,5 Stunden laufen gelassen, wo man sagt, okay, da gehst du jetzt mal so alleine durch, ne? Und Ja, das hat und eher so ein in Initiativ. Gruppen, ne, das wird ja in Gruppen gemacht, das wird mit furchtbar lauter Musik gemacht. Und was bedeutet Holotrop eigentlich und was bedeutet Hypnagog? Kannst du das übersetzen? Ja, also Holostrepiin, ja, das ist dieses auf Ganzheit zu bewegen, so hat Grof das damals genannt, aus dem Griechischen kommend. Und das Hypnagoge ist im Grunde ist ein Zwischenzustand, könnte man sagen, zwischen Wachbewusstsein und Schlaf, wo man also in diesem Übergangsmoment sich befindet. Ja, Richtung Und Hypnose praktisch. Hypnos ist ja auch der Gott Der des Schlaf. Schlafes bei den Griechen, aber der Schlaf bei den Griechen war nicht, das muss man dann dazu sagen jetzt, war nicht unbedingt der Schlaf als solches nur mit gemeint, sondern Hypnos hatte ja auch immer Mondkapseln im Haar. Und es gibt dann ja bei Ovid auch eine Geschichte, dass er dann auf einer Vulkaninsel lebte, die ja ein sehr plutonisches Element ist, was in die Unterwelt führt. Und die Unterwelt ist immer das Symbol auch für das Unterbewusstsein. Und das war die Vulkaninsel der Frauen. Und die Frauen waren ja auch die mit dem Mond und dem Wasser in Verbindung stehen. Das heißt, das ist auch wieder das tiefe Unterbewusstsein, was da quasi. Ja, und da lebte er also in einer Höhle, wo dann eben auch vor der Höhle die Mondkapseln wiederum wachsen. Und der Mond, wie wir alle wissen, mit einem Hauptgrund, warum wir so lange in Afghanistan waren, in den letzten Jahren, ja, besatzungsmäßig, ne, der dient also natürlich auch zur Herstellung von Rauschmitteln, und das wussten die Griechen auch schon, ne? Und die haben den also auch benutzt für bewusstseinserweiternde Prozesse. So. Das heißt also, wenn die vom Schlaf sprachen, dann sind damit auch durchaus andere Qualitäten gemeint gewesen. Und man könnte sich im Sinne des Zen-Buddhismus natürlich auch fragen, was ist denn eigentlich die Realität? Und was ist denn der Schlaf? Also vielleicht ist ja auch der Schlaf, ne, vice versa, der Alltag. Und das wirkliche Wachbewusstsein ist dann das, was wir Schlaf nennen. Das könnte man ja vielleicht auch so interpretieren. Ja. Okay, nochmal zurück zu was ist Holotropes und was ist hypnagogisches Atmen. Genau. Ja, und wie gesagt, das Holotrope ist vor allen Dingen ein Prozess, der eher so als Initiationsprozess, würde ich sagen, dient, ja. Also weil es da sehr forciert in der Gruppe zur Sache geht, sehr kathartisch orientiert ist. Und das hypnagoge Atmen ist etwas, was eher in der Einzelarbeit angewendet wird, was eben sehr im Vergleich dazu sehr sanft ist. Aber doch trotzdem in ähnliche Bereiche führen kann. Ja, und auch ähnliche Prozesse, nur halt nicht so mit so einer großen Dramatik, sage ich mal, passieren können. Ne? Vielleicht ein bisschen Ja, und die, schonender, sozusagen ja, sanfter. Und genau. eins zu eins auf jeden Fall, während das Holotrope ja Ja. eine Gruppe ist und eher Sympathikus bestimmt, wenn ich das so richtig Genau, verstehe. also ich mache das auch in Kleingruppe, oder in der Ausbildung ist das ja auch in einer Kleingruppe hier. Das geht auch noch, aber ich
würde das so jetzt in Großgruppe eher nicht präferieren oder nur dann Ja. auch in entsprechenden Settings mit genügend Leuten, die das dann begleiten auch, ja. Ja, weil wir herausgefunden haben, dass ja diese Therapeuten, Patienten oder Klientenbeziehung so wichtig ist. Deswegen Ja. ist es ja auch möglichst eine kleine Gruppe sehr wichtig oder 1:1. Beim holotropen Atmen ist die Gruppe halt auch so eine Art Driver, ne? Wenn du dann hörst, wie fünf andere am Schreien sind und am Weinen sind und so, das bringt einen natürlich dann auch in Wallung, ne? Und das, ja, das ist halt unheimlich, ja, Pusht. diese Dynamik pushend dann auch, ne? Genau, Ja. das ist so ein bisschen so ähnlich wie so diese klassischen Feueratmungstechniken, die man da ja auch so kennt, aus der Im Yoga. yogischen Tradition oder bei Osho gab es die dynamische Meditation, ne? So, also die, ne, die Sachen, die es da so bei ihm gegeben hat, die gingen ja auch alle sehr, sehr nach vorne. Und in dieser Tradition steht das so ein bisschen, das holotrope Atmen, sage ich mal. Ne? Und das ist für manche sicher gut, aber ich habe so das Gefühl, dass es in der heutigen Zeit eher dieses Sanftere dran ist. Also weil ja auch die Hypnose sehr, sehr sinnvoll ist für unsere Zeit, finde ich. Das ist was, was Ja. sehr viel bringt und sehr viel Genau. eben durch dieses Sanfte. Ja. Ja, genau. Und ich erlebe das auch so, dass gerade eben, wenn die Sicherheit da ist, sage ich mal, und dann so ein gewisser auch Klangteppich geboten wird mit heilsamen Frequenzen, dass da sehr, sehr viel auch dann passiert, ohne diese extreme Dramatik, ne? Ja, das Ja. ist, ja. Das mit den Es ist auch vielleicht gar Frequenzen. nicht so gut. Es ist auch vielleicht gar nicht so gut, miteinander zu vergleichen. Es ist Ja. bei mir einfach, dass ich aus dem einen komme und das andere entwickelt habe mit dieser Fragestellung, sage ich mal, dieses Ventro, wie kann ich das Ventrovagale mehr rein einladen, ne? Ja. Trotzdem das Transpersonale öffnen, so, ne? Ja. Also ich finde das wahnsinnig spannend, weil gerade mit den Frequenzen, also mit der Musik, das macht man sich ja auch überhaupt nicht bewusst. Also mir ist das jetzt mit den Stimmgabeln ist mir da noch so, dass Stimmgabeln ja auch verschieden schwingen und dass die für den Körper auch total sinnvoll sind. Genau, wenn die aus Aluminium sind, dann haben die ja auch Obertöne mit drin, ne? Das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Es gibt dieses, noch zum Abschluss, es gibt dieses geflügelte Wort des posttraumatischen Wachstums. Was kann man denn darunter verstehen? Ja, das ist das Wachstum, also das Wachstum, was post, also nach einem überwältigend oder als einem überwältigend erlebten Ereignis passiert. Nach der Was Lösung möglich? oder wie oder nach dem Ereignis. Nee, also nicht direkt nach dem Ereignis vielleicht, aber was sich quasi post ist ja danach, ne? Posttrauma-Wachstum, Ja. ne? Das heißt also nach dem Ereignis ereignet sich quasi das Wachstum, möglicherweise begründet in dem Ereignis, weil man sonst vielleicht gar nicht den Wachstumsprozess initiiert hätte oder in diese Richtung geguckt hätte. Kann man das so sehen, Und dass jedes Trauma praktisch auch sein Wachstum hat, also auch seine positive Seite? potenziell könnte man sagen, ja, das ist aber natürlich eine, wie soll ich sagen, kausale Schlussfolgerung oder Interpretation, die häufig, ich sag's mal, von Laientherapeuten und spirituellen Leuten gemacht wird und dann Leuten verschrieben wird, wie so eine Verschreibung und dann aufoktroyiert wird. Und das hat auch wieder was Beschämendes und extrem Demütigendes für Menschen, die betroffen sind und bis zum Hals da drin hängen in ihrer ganzen Ohnmacht und Wut und Trauer und dann kommt so ein Satz, da muss man unheimlich vorsichtig mit sein. Ja. Also wenn man da durch ist, sage ich mal, dann kann man das in der Rückschau oft so sehen und so für sich sagen, ne? Aber wenn man mittendrin hängt, dann wäre ich sehr vorsichtig, diesen Satz jemandem zu sagen und zu Ja. formulieren. Weil das eben, wie gesagt, ganz schnell einfach als, ja, wie soll ich sagen, völlig von derjenigen Person auch despektierlich aufgefasst werden könnte, ne? Ja, also ich habe Ja. das mir so vorgestellt, ich habe das nicht nachgelesen, also ich habe mir das so vorgestellt, dass man praktisch dieses Wachstum hat, nachdem man das bearbeitet hat, also man ein Ja. Trauma erlebt hat und das Ja, eben richtig. mit einer wirklich guten Person bearbeitet hat, dass dann dieses Wachstum stattfindet. Das finde Richtig, ich, genau. okay, Genau. so ist das gemeint. Nee, aber es gibt einfach, ich sage einfach, es gibt so ich höre das immer wieder von Leuten, die dann irgendwo waren bei irgendjemandem, irgendwie, der dann so ein bisschen so spiritueller unterwegs ist und dann so ein Spruch raushaut, ne? Und dann ist das häufig von den Menschen, die dann wirklich gerade so wirklich bis zum Hals im Elend sitzen, so nach dem Motto, ja, du musst jetzt dann nur
die Steine da, das Geröll, was dir da jetzt im Weg geworfen wird, bunt anmalen, dann wird schon alles gut. Das ist zu früh. Das ist doch einfach zu früh. Stimmt ja grundsätzlich, ist es ja wahr, aber im Kann Idealfall, man in ne? dem Moment gar nicht. Ja, aber bei manchen Menschen ist es auch erstmal wichtig, dass sie erstmal das, wie soll ich sagen, wenn sie so Sachen erlebt haben, dass sie die erstmal ja, sukzessiv, schrittweise verdauen müssen und können, bevor sie überhaupt dann erstmal dieses Gute, in Anführungsstrichen, das möglich potenzielle Gute in so einer Situation überhaupt erstmal dann, ne? Vielleicht kommt das auch Logisch. nie zum Vorschein für die in dieser Situation, und die Situation an sich bleibt einfach eine schlimme, beschämende Situation ihres Lebens, an die sie im besten Fall nicht mehr erinnert werden wollen, so, ne? Kann ja auch das, wie soll ich sagen, das persönliche Recht eines Menschen zu sagen, okay, so ist es für mich, ne? Und da ist aber auch nochmal ein Unterschied, ob man es im Unbewussten lässt oder ob man sich es eben bewusst macht und dann zu diesem Schluss kommt. Ne? Das finde ich nochmal, Ja. dass man es nicht im Nebel lässt, sondern dass man sagt, es ist so und für mich ist es jetzt so und das dann so verarbeitet, indem man sagt, ja, das war einfach schlimm und es bleibt schlimm. Im Ja. Gegensatz dazu, ich gucke gar nicht erst hin. So. Ja, richtig, klar. Ja. Wobei man auch heute nicht mehr sagt unbedingt, dass du alles immer ans Bewusstsein holen musst, ne? Das hat man früher auch immer gedacht. Das ist auch schon wieder, ne, wäre auch vielleicht zu plakativ gedacht. Ich denke, das ist wirklich immer auch eine typabhängige Frage. Die Frage ist ja am Ende nicht, ob du alles weißt, was irgendwie mal gewesen ist und so, sondern die Frage ist eigentlich, am Ende geht es, ob es dir besser geht. Ich Das ist, meinte jetzt finde auch ich, die nicht Haupt. unbedingt jedes Detail sich Ja, hochzuholen, sondern ja, eher so, aha, da war was und das hat mich ja, beeinflusst, so eher. Also ja, nicht jetzt als, ja. ich breite alles nochmal aus und ich hole, das meinte ich nicht. Ja, okay, ja. Das ist so diese psychoanalytische Denke, ne? Genau, und das Bei ist gar denen, nicht. da wäre das dann so das Detail, ne? Und da hat man zum Beispiel festgestellt, das hat die Reddemann ja schon vor 20 Jahren immer gesagt, dass das zum Beispiel bei bestimmten Themen gar nicht hilfreich ist, sondern eher das Gegenteil oftmals bewirkt, ne? Und dafür ist eben auch diese Richtung Hypnose so gut, wo man gar nicht die ganzen Sachen eben hochholt, sondern viel schneller rankommt an das, was dem Körper wirklich nützt. Ja, dass ein Ja. Trauma ja immer auch im Körper ist und. Obwohl, da gibt es auch Ansätze, die sagen auch, wir müssen voll wieder in das Problem rein, in der ersten Sitzung, volle Kanne zurück da rein, und dann wird dann auch häufig mit Katharsis gearbeitet. Also, weißt du, das Problem ist, es gibt immer mittlerweile alles, ne? In allen Ansätzen gibt es alles, und solche Blickwinkel und Perspektiven und Haltungen, und es ist wirklich auch für einen Laien total kompliziert, da einen Durchblick zu behalten oder überhaupt erstmal ansatzweise eine Idee zu kriegen, weil jeder sagt ja auch immer, von seinem ist alles das Beste. Das ist natürlich auch schwierig, das verstehe ich auch, ja. Naja, weil jeder Therapeut ja wiederum von seiner Geschichte bestimmt wird und Auch dadurch das, seinen Blickwinkel ja auch anders hat. ja. Und da muss man wirklich als Betroffener gut reinspüren, was passt jetzt für mich. Und das ist nicht Ja, einfach, genau. das Und deswegen stimmt. ist da sind wir wieder bei der menschlichen Ebene, wo es, ne, passen muss. Und ja, es passt ja auch nicht jeder, also für jeden Therapeuten passt auch nicht jeder Klient und umgedreht, ne? Absolut. Die Chemie muss stimmen. Gut. Haben wir doch irgendwas vergessen, was wir doch. Ich glaube, War ist, gut. glaube ich, rund, ne? So. Ne? Ja, finde ich auch. Ja, dann danke ich dir total herzlich. Ich finde es wunderbar, dein Blickwinkel, dein vieles Wissen und deine, was da alles wach wird. Das finde ich total schön. Ja, wir schreiben alles hier drunter. Schickst mir die Links zu diesen Sachen Ja, und. gerne. Also, ganz herzlichen Dank. Danke Wunderbares dir. Gespräch. Also, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Danke.